Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich euch wieder einiges zeigen, was ich vom Toy Fan Club von Simba Toys zugeschickt bekommen habe. Und zwar unter dem Motto: Instrumente für Kinder, Kinderinstrumente, Musik machen mit Kindern. Und zwar ist das bei mir entstanden. Ich habe irgendwann den Kindern erzählt, als wir meine Oma besuchen waren, dass ich früher als Kind Blockflöte gespielt habe. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir drauf kamen. Und die wollten dann unbedingt die Blockflöten sehen. Die hatte ich aber tatsächlich nicht mehr. Und ich muss auch so ein bisschen dazu sagen, ich bereue es ein bisschen, dass ich als Kind nicht noch ein anderes Instrument gelernt habe. Es ist dann irgendwie zwangsläufig Blockflöte geworden, weil meine beste Freundin Blockflöte gespielt hat und ihre Mutter hat uns das beigebracht. Und irgendwann war da aber die Luft raus und ich hatte keine Lust mehr. Aber ich konnte dann super schlecht Noten lesen, hatte damit dann immer Schwierigkeiten im Musikunterricht. Und ich glaube, das hätte mir gut getan. Also heute würde ich mir wünschen, dass ich irgendwie Klavier spielen könnte oder Gitarre spielen könnte. Und ich möchte das tatsächlich auch noch lernen, wenn die Kinder dann ein bisschen größer sind. Und wegen dieser Blockflötengeschichte habe ich mich dann so ein bisschen mit dem Thema Musikinstrumente für Kinder auseinandergesetzt, auch Instrumente lernen. Das, was ich euch jetzt zeige, ist eher noch so aus dem Bereich Spielzeug, sind noch keine wahren, echten Instrumente, weil ich damit einfach noch ein bisschen warten möchte. Aber ich habe tatsächlich jetzt eine Flöte für die Kinder von My Music World. Die ist ab 4 Jahren eine rote Blockflöte. Und ich möchte mir dazu jetzt noch, also man sieht auch die Löcher, ist jetzt noch verpackt, ne? Man sieht die Löcher hinten. So ein bisschen was weiß ich noch. Ich möchte mir jetzt ein Buch dazu noch besorgen, wo so ein paar Handgriffe schon drin sind, damit ich das ein bisschen auffrischen kann und das dann mit den Kindern zusammen, dass dieses Zusammenlernen finde ich auch ganz cool. Und deswegen wird es für Vince dann die Blockflöte geben. Ich nehme an, Svea wird auch mal reinpusten. Aber ja, aber für Svea ist eigentlich diese Panflöte. Die ist von Whisper. Ich mag die Serie sehr, sehr gerne. Die gucken wir manchmal auf Netflix. Und das ist jetzt die Panflöte dazu. Na, kennt man ja, hier oben wird einfach reingepustet. Und dann funktioniert das automatisch. Man kann die zum Glück auch ein- und ausstellen. Es gibt einen Ein- und Ausschalter. Wenn irgendwann davon genervt ist, kann man die auch ausmachen tatsächlich. Genau, damit halt jeder irgendwie so einen Teil hat, aber auch nicht beide dasselbe, gibt es die Blockflöte für Vince und die Panflöte für Svea. Und das gibt es tatsächlich zu Ostern. Die ist übrigens ab 3, die Panflöte. Da steht's. Genau. Und aus dem Musikbereich habe ich aber noch was. Das ist was, das bekommen Svea wahrscheinlich zum Kindertag dieses Jahr, nehme ich an. Wenn wir irgendwo zu Besuch sind und die Kinder sowas haben, ist sie da immer total heiß da drauf. Und sie ist auch so ein Kind, die nimmt sich hier im Wohnzimmer einen Stuhl, stellt den sich hin, krabbelt da drauf, hat meistens irgendwas in der Hand, was sie als Mikrofon nutzen kann und dann geht's los. Und deswegen soll sie jetzt ein richtiges Mikrofon bekommen. Und weil ihre Lieblingsfarbe tatsächlich ohne meine Einwirkung pink geworden ist, ist das halt klassischerweise auch in ihren Lieblingsfarben pink und lila. Das ist auch von My Music World, das Mikrofon. Da gibt es so Demo-Varianten und auch so Rhythmus-Sachen. Es hat auch Licht, ist ebenfalls ab 3. Und hier ist, wartet mal, man kann es zum Glück auch ausschalten. Das finde ich immer gut. Ausschalter finde ich immer gut. Ein Traum, oder? So, was gibt's noch? Achso, da kann man dann reinsingen und da ist dann da das Geleuchte. Das wird die toll finden. Das wird die lieben. Und ich finde das okay. Wenn sie Ausschalter hat, finde ich das. Finde ich das okay, wenn sie sowas bekommt. Genau, das wollte ich euch gerne zeigen. Und dann schauen wir mal, wie sich so weiterentwickelt. Ich hatte auch schon mal so eine kleine Kindergitarre im Kopf. Ein Keyboard haben die beiden ja schon. Das Video mit dem Keyboard kann ich jetzt euch hier oben gerne nochmal verlinken. Das ist auch sehr beliebt. Auch wenn Freunde zu uns zu Besuch kommen, ist das Keyboard immer sehr
beliebt. Was ich tatsächlich noch suche, das gab es früher bei uns. Man pustet oben rein und hier betätigt man aber Tasten, die sind bunt. Und da gibt es auch immer noch ein Buch dazu, wo die dann einfach nach den Farben spielen können. Ich habe aber keine Ahnung, wie das heißt. Ich weiß, das gab es früher bei uns und ich meine, das gibt es jetzt auch wieder. Falls jemand von euch weiß, was ich meine und wie das heißt, schreibt mir das jetzt super gerne mal in die Kommentare. Und mich würde auch sehr interessieren, wann ihr angefangen habt mit Musikunterricht bei euren Kindern oder wie ihr gespürt habt, die haben da Bock drauf oder nicht. Es gibt ja sicherlich auch so Schnupperstunden in der Musikschule. Dann wahrscheinlich auf die Art und Weise einfach mal ausprobieren. Ich verlinke euch wieder alle Produkte von Simba Toys unten in der Infobox, genauso wie den 20% Code, den ich für euch habe, der dauerhaft gültig ist. Jetzt so kurz vor Ostern ist das vielleicht noch mal eine gute Idee. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!